mein Name ist Benjamin Völz. Ich bin mal wieder bei den Mediapaten. Ich war mal Schauspieler, bin Maler, bin Musiker auch gewesen. Jetzt bin ich mittlerweile nur noch Synchronsprecher und da kennt man mich eigentlich auch ganz gut. Ja, John Wick, der bin ich. Ich würde gerne einen Tisch reservieren für 12. Tisch mit Ü. So, weil ich habe eine Impfung. Ich muss das Impfcenter. Können wir bitte den Tisch für das Impfzentrum freimachen um 12? Das ist der Berliner John Wick, wa? Ja. Warte mal, hier ist John Wick. Ja, der John Wick, der bin ich. Hallo Benjamin, schön, dass du wieder da bist. Ja, schön hier zu sein. Es ist mittlerweile 4 Jahre her, dass du, es war eines unserer ersten Interviews, die wir gemacht haben. Kann mich erinnern, ja. Ja, 4 Jahre. Apropos 4. Matrix Teil 4 habt ihr gerade gemacht, hast du mir erzählt. Der 4. Teil, The Matrix Resurrection. Richtig. Darfst du schon was erzählen? Wie weit sind die Synchronaufnahmen abgeschlossen? Wie sieht's aus? Ich bin fertig. Ich habe meinen Neo gesprochen und ich glaube, die Dreharbeiten oder die Arbeiten im Studio gehen noch ein bisschen weiter. Ich habe einen Vertrag unterschreiben müssen. Ich kann euch nichts erzählen zu der Geschichte oder auch zu den näheren Geschichten. Da ist Warner Brothers ziemlich hinterher. Aber wird gut. Ja. Mhm. Glaubst du, dass man den ersten gesehen haben muss, um Teil 4 zu verstehen? Nee, ich denke, es ist ein eigenständiger Film, der auch eine eigene Geschichte erzählt. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Es gibt natürlich Bezüge zum ersten Teil, auch glaube ich zum zweiten und dritten, aber hauptsächlich auch zum ersten. Und es kommen Sequenzen drin vor, die sich auf den ersten Teil beruhen. Aber die Geschichte ist auch so zu verstehen. Aber ich glaube, es gibt gar keine Leute, die den ersten Matrix nicht kennen und dann in den vierten gehen. Glaubst du, dass er so wieder so ein bisschen den Spirit wiederbekommen hat? Teil 2 und 3 waren ja so ein bisschen hinterher, ne? Der erste war ja der Oberknaller. Wie ist so deine Einschätzung nach den Synchronaufnahmen? Ja, ich denke auch immer, dass man kann so einen Mega-Erfolg oder auch so ein völlig neues Genre fast nicht wiederholen und man kann da auch schwer was ranhängen, wie man ja auch beim zweiten und dritten gesehen hat. Der erste war schon bahnbrechend, aber was mir aufgefallen ist, der vierte ist unglaublich scharf. Ich schätze mal, wahrscheinlich, der ist in HD fotografiert oder so. Der war so scharf, dass man wirklich jedes Detail erkennen kann. Und es gibt Effekte, die habe ich auch noch nicht gesehen. Die sind große Klasse. Und es gibt vor allen Dingen auch in der Handlung gibt es Wendungen und Momente, wo man sagt, was? Das ist ja jetzt eine coole Idee oder Teile vom Plot oder der Hauptteil des Plots hat auch basiert auf einer Idee, die ich schon ziemlich gut finde. Ja. Ja. Und war das dann noch genauso, dass einige Kollegen haben mir erzählt, dass dann viel vor Greenscreen, dass einige Sachen unfertig sind. War schon relativ fertig oder wie hast du ihn synchronisiert? Ja, was sehr schön war, es war mal eine Synchronisation, wo eigentlich nur die Szenen, in denen nicht gesprochen wurde, unscharf und maskiert waren. Aber alles, was wo die Schauspieler im Bild waren und sprachen, also das, wo man das Material, mit dem man arbeiten muss, war wirklich, wie gesagt, extrem scharf und auch nicht nur auf die Münder reduziert, sondern man konnte die Geschichte verstehen. Und ich würde aber wirklich sagen, dass ich finde, dass er von den 4 Filmen, die es dann geben wird, wie gesagt, der erste ist irgendwie uneinholbar und steht auf einem ganz eigenen, ist eine ganz eigene Liga, hat er mir eigentlich am besten gefallen. Also würde ich sagen, für mich ist der vierte Teil fast von der Idee und auch von dem Mut, den sie teilweise gehabt haben, finde ich ihn fast nach dem ersten anzusiedeln. Wie hat sich Neo entwickelt? Naja, er ist älter geworden, wie wir alle, oder? Also doch, älter geworden. Und auch damit wird gespielt. Und auch, das kann ich ja auch sagen, ich glaube, das weiß man ja auch, dass auch Trinity natürlich, diese 20 Jahre sind ja an keinem spurlos vorübergegangen. Aber ja, damit kann man ja auch spielen.
Und das kann man ja auch bewusst einsetzen und das ist auch passiert. Ich habe mir übrigens letztens in Vorbereitung auf unser Interview nochmal den ersten Trailer angeguckt von dem ersten Matrix. Ja. Und mir ist auch gefallen, dass Trinity im Trailer nicht von Martina Träger gesprochen wurde. Vielleicht. Kleiner Funfact. Wahrscheinlich war sie nicht da oder irgendwas. Oder es war vielleicht sogar noch gar nicht entschieden. Das kann durchaus sein. Also es ist für mich auch so, bei mir ist privat auch, das war ja 1999, ne? Also 2000 haben wir, glaube ich, oder 1999 haben wir synchronisiert. Ich weiß es nicht mehr wirklich ganz genau, aber da ist so viel passiert danach in meinem Privatleben, dass ich gar nicht mehr glauben kann, da kann ich mich mir gar nicht richtig an die Synchronarbeiten erinnern kann. Weil. Aber den habt ihr noch zusammen aufgenommen bestimmt, oder? Oh ja, absolut. Und auch, ganz normal. Mittlerweile ist Keanu Reeves ja auch bekannt, mindestens genauso bekannt als John Wick, nicht nur als Neo. Im Mai 2022 erscheint endlich der vierte Teil von John Wick. Was liebst du an dieser Synchronrolle? Ist ja eine ganz andere Seite von ihm. Ja, ich finde, dass was für mich schön ist, ist, Neo stellt ja immer Fragen und fragt unheimlich viel und John Wick gibt Antworten. Der gibt auf alles eine Antwort. Das ist genau das Gegenteil eigentlich. Also das ist der wirkliche Unterschied zwischen diesen beiden Rollen. Da verrate ich, glaube ich, auch nicht so viel. Ich habe das auch, als ich den Trailer synchronisiert habe, habe ich danach Kommentare gesehen im Internet, die genau das ansprechen, dass so ein großer optischer Unterschied besteht zwischen Matrix und Matrix 4 und John Wick dann auch nicht partiell. Ich habe mir übrigens den ersten nochmal angeguckt, beziehungsweise partiell. Ja. Take-mäßig war da nicht viel zu tun, oder? Also viel gesprochen hat John Wick im ersten Teil nicht. Ach, du meinst John Wick? Ja, natürlich. Nein. Aber ich hatte den Eindruck, dass es sogar sich, ich glaube, der beim zweiten sogar nochmal reduziert hat. Das sind halt immer nur noch einzelne Worte und Sätze und grummelige Lebenszeichen. Das sind dann die Produktionen, wo dann Benjamin Feld sagt, ich rechne hier pauschal ab und nicht nach Take, weil es Keanu Reeves ist, weil er einfach nur 20 Takes hat, aber einfach deine Stimme drauf gehört. Ich glaube, es war der dritte. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ich glaube, es war der dritte. Da habe ich, glaube ich, nur noch 150 Takes gehabt. Und das war im Gegensatz zum das habe ich dir, glaube ich, damals auch erzählt, im Gegensatz zu dem Matrix, wo ich halt 150 Fragen gestellt habe, dann nur noch im zweiten oder dritten Teil. Es ist bei John Wick dann nur noch 150 knurrige Statements oder so, dass man sagt, ich habe keinen Bock. Nein. John Wick 5 soll in Planung sein. Was glaubst du, was macht diese Filmreihe an sich so erfolgreich? Ja, ich denke, es sind die unfassbar gut durchchoreografierten Kampfszenen, die atemberaubend sind, die ich ja zum größten Teil auch gar nicht gesehen habe. Ich habe auch beim ersten Teil nicht geahnt, dass das so ein Erfolg wird, weil ich auch die ganzen Artics nicht gesehen hatte. Und diese Martial Arts Szenen, die sind auch schon natürlich ausschlaggebend und wichtig und sind faszinierend. Und im Kontrast dazu stehen halt diese lakonischen Kommentare dieses verwitterten Raubeins, der dann ab und zu mal ein Statement zum Besten gibt und das erzeugt irgendwie einen Kult. Keanu Reeves synchronisierst du seit 1994, das erste Mal, glaube ich, in Speed. Nein. Ich spreche in 30 Jahre. 30? Ja, ich spreche in 30 Jahre. Also ich habe 1990 war der erste Film. Okay, also war nicht Speed? Nee, da gab es noch zwei, drei andere davor. Ich weiß, dass es gab noch einen Film, wo mein Vater Peter Falk gesprochen hat und ich Keanu Reeves. Und das war einer der ersten Filme, den ich überhaupt, das war der erste Film, den ich mit ihm gesprochen habe. Dazwischen kamen noch ein paar andere. Und da wurde auch noch hin und her, da gab es noch hin und her Besetzung. Ich habe zum Beispiel in diesem Viel Lärm um nichts oder irgendein oder Interview with a Vampire oder ich weiß nicht, da gibt es irgendwie zwei Filme, da wurde er noch von anderen gesprochen. Aber du hast völlig recht, mit Speed etablierte sich diese Besetzung oder diese Kombination dann komplett. Wie hat der sich entwickelt? Kannst du es zusammenfassen? Wie meinst du das? Keanu Reeves, so schauspielerisch? Naja, er sucht sich schon diese wortkargen Rollen raus. Ich finde, das ist auch so eine Art Markenzeichen geworden, dass er... Vielleicht steht das in seinen Verträgen, dass er nicht so viel Text haben darf.
Naja, aber da war ich dann baff und sehr erstaunt. Er hat einen Film mit Winona Ryder gedreht, irgendwas mit einer Hochzeit. Und da habe ich auch gedacht, das ist so ein ganz kleiner, normaler Film. Und dann hatte der da, glaube ich, 1200 Takes, weil die ganze Zeit improvisiert haben, was übrigens sehr schwierig ist. Ja. Wenn du einfach zwei Leute da Spaß haben, munter und fröhlich Texte zu improvisieren und du musst es dann synchronisieren, das ist oft sehr schwierig. Also sowas hat es auch gegeben, aber auffällig bei ihm finde ich, dass er eine Affinität zu Fremdsprachen hat und in vielen Filmen auch durchaus immer Szenen drin vorkommen, wo er eine andere Sprache spricht. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, der Tag, an dem die Erde stillstand, wo er Klaatu spielt, diesen Außerirdische, diese Lichtfigur, gab es eine ganze Szene in Chinesisch, die ich mit einem Coach zusammen dann, der hat es mir vorgesprochen und ich hab's vermittelt. Oder in München habe ich einen gemacht, der hieß Siberien, muss man mal nachgucken, wie der heißt. Da habe ich garantiert 80 bis 100 Takes gesprochen, Russisch. Und Keanu auch. Und ich glaube, da hat er Freude dran. Und das macht natürlich Spaß zu synchronisieren. Und ich glaube, ihm macht das auch. Es ist eine Herausforderung und das macht mir eigentlich auch Freude. Und das ist auch etwas, was ihm liegt und was, wo er auch ein großes Talent hat. Auf welchem deiner Schauspieler legst du eigentlich am besten drauf? Also wo musst du dich am wenigsten anstrengen, die zu synchronisieren? David Duchovny, würde ich sagen. David Duchovny fällt mir, also bei David Duchovny purzelt es dann immer einfach so raus oder da lag dann vielleicht auch diese langen Californication-Zeiten im Gegensatz zu Akte X, was ja irgendwie eine etwas zugeknüpftere Rolle war, war es bei Californication und Hank Moody irgendwie herrlich entspannt und ich weiß immer, dass oder James Spader geht es auch so, bei James Spader ist es auch so, bei Blacklist oder anderen Sachen, dass die Leute fühlen sich ganz wohl, wenn ich das dann spreche und dann hast du das Gefühl, dass sagst du alles, ja, ist genau so, muss es sein. Ja. Deine absolute Lieblingsrolle mit Keanu Reeves? Ich mochte Im Auftrag des Teufels mit Al Pacino? Al Pacino, genau. Fand ich einen guten Film, da hatte er auch ein paar gute Szenen, also wo er auch schauspielerisch mal richtig was gezeigt hat. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war jetzt in letzter Zeit, ich habe ein Computerspiel synchronisiert, Cyberpunk 2077. Ja. Und er hat es in den Staaten gesprochen und ich habe dann immer wieder seine Ticks dann hier rüber gesendet bekommen und wir haben sozusagen parallel gearbeitet. Ich war manchmal auch ihm voraus. Und weiß ich nicht, ob er dann in Los Angeles dann meine Stimme gehört hat und gesagt hat, okay, so macht er das. und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil auch da war er wieder Johnny Silverhand ist halt so eine Figur, die total auf seiner Linie liegt, nur war das richtig Rock'n'Roll mit derben Sprüchen und ziemlich abgefuckte Type. Und das war klasse. Dann gibt's einen, mit dem du auch ganz eng verwurzelt bist, nämlich Matthew McConaughey. Ja. Den sprichst du seit 1996. Um 2013, 2014 wurde er mit Dallas Buyers Club und True Detective und Interstellar eigentlich Kult. Mhm. Und hast du damals gemerkt, dass das so ein Typ ist, der eigentlich zum Megastar avanciert? Also ich habe den ersten Film, den ich mit ihm synchronisiert habe, war Die Jury. Die Jury, so eine Grisham-Adaption, ziemlich opulente Besetzung auch. Und da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Aber von 2001 bis 2011 hat er diese ganzen Romantic Comedies gedreht. Wedding Planner, wie werde ich den Typen los, ein Schatz zum Verlieben und ein endloser Katalog von Belanglosigkeiten und ich dachte, ich hatte da irgendwie auch schon die Hoffnung verloren und war so ein bisschen, dachte ich, okay, das ist jetzt diese Reise, auf die er sich begibt und das scheint es zu bleiben und siehe da, kam dann plötzlich 2011 ein Film namens Killer Joe. Okay. Und das war großartig. Ein Low-Budget-Film. Und ich wollte gerade sagen, muss man den kennen? Nee. Okay. Also das war auch eine ziemlich, ziemlich krude und kleine Synchronisation. Aber ich merkte plötzlich,
der Junge zieht einen ganz anderen Hebel jetzt und hat sich für was entschlossen, hat sich entschlossen, seine Karriere in eine andere Richtung zu bringen. Und dann gab es Mud auch noch, der hat auch noch so einen deutschen Appendix im Titel, ich weiß es nicht genau, wie der heißt. Und von da ab kamen dann eigentlich nur noch fantastische Filme. Und die, wie du jetzt auch sagst, kurz danach dann Dallas Buyers Club, ja. Und er wurde ja dann auch belohnt für einen Oscar. Ja. Und parallel dazu machte er dann Meine Geliebte, darüber haben wir, glaube ich, letztes Mal auch geredet, True Detective. Und großartige Arbeit und Interstellar und sowas. Und von da ab hatte er auch, da gab es, das war der Point of No Return, da ist er nie mehr zurückgegangen. Er macht auch mal vielleicht einen Film, der lustige, amüsante Passagen hat, aber... Was passiert denn mit deiner Stimme, wenn du zum Beispiel so einen Film synchronisierst, wie Dallas Buyers Club, und der Typ wiegt einfach 55 Kilo, ist einfach nur noch ein Schatten seiner selbst? Ja, dann sprichst du halt, ja mehr hier oben. Sagst halt, weißt du, eine heisere Stimme oder sowas. Klar, ich höre mir das an, ich variiere das natürlich. Und er hat ja auch das Gegenteil gemacht in Gold, ein Film, war auch klasse. Da hat er, glaube ich, oder auch sehr gut war Beach Bum. Da hat er gut mal 15, 20 Kilo raufgelegt. Und ist natürlich, und er war die ganze Zeit, weil in Beach Bum ist er die ganze Zeit stoned. Und in Gold ist er halt ein durchgedrehter, möchte gern Kapitalist, der ein Glücksritter, der versucht, reich zu werden. Und klar, da gleichst du dich an. Er macht viel mit seinem Körper und mit seiner Physis und, ist der herausfordernder als Keanu Reeves beispielsweise? Ja. Ist ein anderes Spiel, oder? Ja, also was mir an ihm unheimlich gut gefällt, ist, er hat ein großes Talent, in den Texten Pausen zu lassen und in diesen Pausen auch seiner der Rolle und auch seiner Figur Charakter und Persönlichkeit zu verleihen, die dir sehr nahe kommt. Und ich finde, fast alle Filme der letzten 10 Jahre waren großartig und waren auch eine Herausforderung für mich und hatten immer Szenen oder Momente, die mich überrascht haben. Und ganz vieles von dem, was er spielt und wo er großartig ist, muss ich gar nicht synchronisieren. Oder synchronisiere ich nicht, weil das passiert. In Dallas Buyers Club gibt es so eine Szene, wo er zusammenbricht. Und in Interstellar gibt es auch diese Szene, wo er macht ja so einen Zeitsprung und er guckt sich die Tapes an von seinen Kindern, die er sozusagen das Leben, das er die letzten 20 Jahre auf der Erde verpasst hat, und er fängt an zu weinen. Da habe ich gar nichts synchronisiert, weil das ist da höchstens mal ein Schluchzer. Aber vieles von dem, was er spielt, spreche ich nicht, aber alles, was er spricht, spiele ich. Und das ist... Bist du ein emotionaler Typ? Ja, also ja, doch. Also mich können Geschichten und gut gespielte Momente sehr anfassen, wenn es um Kinder geht und wenn es um Verhältnisse innerhalb Familienverhältnisse und gut gespielte Situationen angeht, gut gepaart mit toller Musik. Das ist schon großartig. Und da wird greift Kino dann auch in ein. Lässt du das im Studio oder nimmst du da einen Teil davon mit nach Hause? Ich kann dann auch einfach mal heulen, das ist ja auch schön. Also, oder genauso wie es bei Arbeiten irgendwelche Momente gibt, wo du nicht mehr aufhören kannst zu lachen und wir uns richtig nicht mehr den Faden kriegen, gibt es auch Momente, wo man merkt, oh, das geht jetzt ganz nah. Und wie schön ist das, wenn man davon was rüber retten kann. Also wenn davon was rüberkommt. Das ist mir bei Matthew McConaughey durchaus schon passiert, weil das weiß er auch, glaube ich. Der ist ja auch ein Familienmensch. Apropos Lachen, hast du gerade gesagt, Charlie Sheen, auch einer, mit dem du eng verbunden bist. Der hat ja eine ganze Weile nichts mehr gemacht, wahrscheinlich hat er ausgesorgt. Würdest du dich freuen, ihn nochmal, ja, aber es ist ihm zu wünschen, wahrscheinlich schon, oder? Bei sechs Ex-Frauen und 4 Kinder, oder ich weiß es nicht, vier Ex-Frauen und 6 Kinder. Würdest du dich freuen, wenn er nochmal in einem frischen Format auftaucht, oder sagst du, mit dem hast du eigentlich abgeschlossen?
Ja, also doch, die Antwort ist ja, ich würde mich freuen. Also Two and a Half Men war auf jeden Fall so ein Break, glaube ich, auch in seiner Karriere. Oder hat er zumindest mal den Mut gehabt, auch ein neues Format zu eröffnen. Da hatte er viele Filme, auch viele Käsefilme gedreht. Und dann war ich ganz überrascht, dass er jetzt plötzlich Fernsehen macht. Und dann entpuppte sich ja das als großartiger Wurf. Und vielleicht auch das Beste, was er in den letzten 20 Jahren dann gemacht hat. Oder natürlich, dabei weiß ich jetzt nicht genau, bin ich nicht so chronologisch. Aber ehrlich gesagt vermute ich, dass uns dann nicht mehr so viel erwartet. Oder dass ich erwarte dann nicht mehr viel Außergewöhnliches von ihm. Aber es wäre ihm zu wünschen. Von David Duchovny, den du sprichst, ja. Von dem sieht man ab und zu mal irgendwie Gastauftritte. Kannst du das nachvollziehen, dass so die großen Stars sich dann auch irgendwann zurückziehen und sagen so, sie haben die Nase voll von dem Filmgeschäft? Ja, das ist ja, es gibt ja ein Privatleben und es gibt ja ein Leben überhaupt und das natürlich oft, davon kriegen wir ja auch nichts mit. Wir kriegen ja nur die Arbeit, die sie vor der Kamera leisten mit, aber aus privaten Gründen sich zurückzuziehen oder zu sagen, ich kümmere mich jetzt um meine Kinder oder ich will jetzt eine Weltreise machen oder sonst was, kann ich total verstehen. David Duchovny ist aber sowas wie eine Konstante in meinem Leben. Seit den 80er Jahren durch Akte X ist er mir immer wieder begegnet und das ist wie einen alten Freund zu treffen. Und da gibt es irgendeine Affinität auch zu den von mir vorhin erwähnten James Spader. Wir sind ungefähr gleich alt. Nee, wir sind gleich alt, wir sind alle im selben Jahr geboren und ja, ich sehe die und wenn ich die beiden spreche, ist das nachvollziehbar für die Leute und klingt völlig plausibel. Bist du eigentlich noch aufgeregt, wenn du ins Studio gehst? Kommt das manchmal vor? Eigentlich nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass man den Druck einfach weglassen muss, zu sagen, oh Gott, wenn ich das jetzt versemmle, sondern mach es so lange, bis es passt. Da gab es so viele Produktionen, wo wir einfach gesagt haben, wir machen das jetzt so lange, bis der Take gut ist. Und dann ist es auch ein ganz tolles Gefühl. Da verliert man die Befürchtungen, die man vielleicht hat. Gab es denn in der Anfangszeit deiner Synchronlaufbahn irgendwie Synchronrollen, die sich dann im Nachhinein als Sprungbrett herausgestellt haben? Ja, es gibt für alle Schauspieler, oder sagen wir mal die großen Schauspieler oder die großen Namen da, die ich spreche, gibt es immer einen Schlüsselfilm oder eine Schlüsselproduktion, die der Moment ist, wo sich die Besetzung etabliert. Das wirst du sicher auch von anderen meiner Kollegen gehört haben, dass es immer sowas gibt, wo du sagst, ab dem Moment hat er den gesprochen. Das war jetzt bei Keanu Reeves, war das, wie du gesagt hast, Speed. Bei Charlie Sheen war das Wall Street, bei James Spader war das Sex, Lügen und Video und bei Eric Bana war es Hulk oder München von Steven Spielberg. Ab da war das dann irgendwie kein Thema mehr, dass ich den spreche oder da wurde nicht mehr hin und her überlegt. Und bei McConaughey war es eben dieser Film Jury. Aber es gibt natürlich auch für mich persönlich, gibt es natürlich auch diese Schlüsselfilme und das waren bei mir in den 80er Jahren, wo ich anfing mit dem Synchron eine Perspektive zu sehen oder wo ich auch Spaß hatte daran zu arbeiten und dass die Filme interessant waren. Fame, Birdie, es war einmal in Amerika, Breakfast Club und mein wunderbarer Waschsalon und Stirb langsam, Betty Blue, Club der Toten Dichter, solche Filme waren für mich jetzt nicht das Sprungbrett oder aber waren für mich der Punkt, wo ich sagte, das macht Spaß. Vermisst du manchmal die Zeiten, wo ihr noch zusammen aufgenommen habt oder bist du einer, der sagt, ich bin lieber für mich alleine und konzentriere mich hier komplett auf mich und mag das X'en lieber? Ja. Eigentlich schon, muss ich sagen. Ich denke an die Zeiten gerne zurück. Und der von mir gerade erwähnte Club der Toten Dichter war natürlich eine... Deswegen kam ich drauf. Ja, war natürlich auch klasse. Wir kannten uns ja alle und wir waren irgendwie auch so eine Clique. Und dann macht man da weiter. Und dann ist das die Arbeit im Synchronstudio, die eigentlich mehr an einen Schulausflug erinnert. Das ist schon okay, aber es gab natürlich auch die Momente, wo ich eine Serie mit einem Kollegen gesprochen habe, auf engstem Raum einen ganzen Tag, den ich komplett nicht ertragen konnte von seiner Einstellung oder von seinen politischen Sprüchen. Und da
kommst du ja nicht raus. Da dachte ich auch mal, warum kommt jetzt nicht jemand rein, klopft mir auf die Schulter und sagt, du kannst gehen. Ich mache weiter für dich, geht nicht. Die Rolle angesprochen, musste durch. Und ich liebe die Arbeit. Das hat sich ja auch, vor Corona hat sich das ja auch schon in diese solitäre Situation entwickelt. Da komme ich gut mit klar. Hast du das Gefühl, dass die Branche sich seit Corona verändert hat? Ja, natürlich. Teilweise, ja, ich habe mich, der Arbeitsablauf von mir ist zum Beispiel, dass ich nicht mehr mit Stiften in das Buch mir irgendwelche Satzzeichen oder Betonungsgeschichten reinschreibe, dass diese Ebene weg ist. Oder ich sage, kannst du zu der Katerin oder zu dem Tonmeister, kannst du bitte nochmal zurückgehen oder ich möchte mal den nächsten Satz lesen. Also diese Selbstständigkeit, was das Textbuch angeht, ist nicht mehr da, aber... Ist es dadurch schneller geworden? Noch schneller als vorher? Nee, würde ich nicht sagen. Man muss ja lüften. Hätte man vorher aber auch schon machen können, ne? Also da hätte man kein Corona. Kommt drauf an, früher hat man ja auch noch im Studio geraucht. Ja. Hast du noch mit den alten Legenden aufgenommen? Arnold Marquis und Bussinger und, ja? Ja, na, ich kenne auch noch Zeiten, wo man... kurz vor Take Anfang irgendwie die Zigarette hingelegt habe, die Gouloirs oder irgendwas. Rothändle, super. Du hast gesagt, Eric Boehner, ja, vorhin, der hat unter anderem gespielt den Hector in Troja und Uther aus King Arthur. Ja. Da kennt man ihn her. Du hast ihn 2020 in The Dry synchronisiert. Ja. Wie fandest du die Rolle? Wie es heißt, trocken. gut. Aber du weißt, dass ich in Troja habe ich nicht gesprochen. Also das war ja, der ist ja von Wolfgang Petersen und ja. Petersen hat, wir waren mit der Synchronisation durch und dann hatte Jürgen Thormann auf Peter O'Toole, Tobias Meister auf Brad Pitt und mich auf Eric Barnard gesagt, nee, gefällt mir nicht. In meinen Augen ist das völlig okay, da kann man Ansichtssache sagen oder kann man sagen, es ist völlig daneben oder ein Griff ins Klo. Aber ich finde, ein Regisseur, der seinen eigenen Film sieht und sagt, die Stimmen gefallen mir nicht, der hat das auch das Recht auszutauschen. Wie ich The Dry fand, gut. Ja, gut. Aber ich dachte, es ist ein sehr kleiner Film. Boehner synchronisierst du seit 2000? Ja. Das erste Mal hast du ihn gesprochen, in Chopper haben wir geguckt. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Ist das noch ein Geheimtipp? Ja, das ist ein australischer Film, ne? Ja. Ja. Der war, also da habe ich Barnard zum ersten Mal kennengelernt, fand ich irre. Und mich erinnerte der unheimlich an Wie ein wilder Stier von Scorsese mit Robert De Niro, wo der sich da raufschafft. Denn das war, der Boehner war noch jung und der hat sich da zu so einer Kampfmaschine hingefressen und dann gab es Szenen, also es war so eine ähnliche Geschichte und das war in Hamburg, da war ich auch konzentriert und da war ich, glaube ich, zum Beispiel auch noch ein bisschen aufgeregt und dachte so, bui, passe ich in die Schuhe und ist da, wie gut ist der? Und da dachte ich auch, da kommt aber ein ganz großer um die Ecke. Aber trotzdem hatte ich einfach da bei der Synchronisation abends in Hamburg jede Menge Spaß. Was liebst du am Synchronsprechen generell? Ich liebe das, wenn konzentriert gearbeitet wird. Das liebe ich sehr. Also eine konzentrierte Arbeit und die geht natürlich auch manchmal ein bisschen einher damit, dass, was du gesagt hattest, in letzter Zeit man auch so fokussiert ist durch das Alleinesein. Deswegen bin ich auch vielleicht gerne im Synchronstudio alleine, weil man konzentriert arbeitet. Und wenn alle an demselben Strick ziehen, kommt eine gute Sache dabei raus. Welche Synchronrollen oder Produktionen der letzten Jahre waren denn besondere Herausforderungen für dich? Vor kurzem, also das ist gar nicht so lange her, vor 2 Jahren oder so, habe ich den vorerst letzten Film von Daniel Day-Lewis synchronisiert, Der seidene Faden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, toller Regisseur und eine klasse Arbeit, haben uns viel Zeit gelassen. Und ich habe, der wunderbare Waschsalon war ja einer seiner ersten Filme und jetzt plötzlich viele, viele Jahre später seinen vorerst letzten, weil er gesagt hat, ich ziehe mich zurück, ich will kein Schauspieler mehr sein. Neulich habe ich in meiner Liste gesehen, dass ich jetzt derjenige bin, der ihn am häufigsten gesprochen hat. Dennoch würde ich mir überhaupt nicht anmaßen zu sagen, ich bin der Sprecher von Daniel Day-Lewis, weil da hat es mit Udo Schenk und was weiß ich und Glaubrecht in dem
Wie ist der Film mit dem Öl? Ja, egal. Oder Billy the Butcher, großartig gesprochen. Aber das hat mir Spaß gemacht, weil diese Rolle eines eigensinnigen Modemachers in den späten 50er Jahren hat mir sehr gefallen. Ja, es gibt auch Herausforderungen. Dann habe ich, von dem habe ich vorhin auch erzählt, Beachbum, den Film, da kam ich überhaupt nicht mit der Synchronregie klar und wir fingen an, uns da abzunerven im Studio. Sowas ist auch irgendwie, sowas gehört auch dazu. Und ich wollte gerade sagen, ist es so, dass wenn der Fels kommt, heißt das dann, lass den mal machen, das wird von alleine gut, weil das so gut so drauf hat? Oder wie wichtig ist für dich noch eine gute Regie zu haben? Schon, ich finde das wichtig. Ich finde auch wichtig, dass man dieselbe Vorstellung hat von einem Film oder von einer Rolle. Und auch jetzt gerade habe ich wieder einen gemacht, wo Axel Malzacher Regie führte und der dann auch irgendwie mit Ideen kommt, wo du sagst, klasse, habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Das ist natürlich auch eine tolle Herangehensweise. Warum machen wir das nicht? Mache ich. Ich probiere es. Und das ist wichtig. Ich mag halt keine Regisseure, die sich mit anderen Dingen beschäftigen. War das für dich mal ein Thema, jemals zu sagen, ich mache auch mal Regie? Hast du mal Regie gemacht? Ja, klar. Ah, ja, okay. Ja. Blade Runner. Verdammt. Asche über mein Haupt. Dann kreuzigt mich. Nee, aber so... ein Dauerhighlight meiner letzten Jahre ist natürlich, oder was mir sehr viel Spaß macht, ist natürlich Blacklist, weil das zieht sich so hin und das ist abgesehen davon, dass man manchmal ein bisschen an den Texten rumfummeln muss und wir im Studio uns dann die Zeit nehmen zu sagen, nee, das kriegen wir jetzt irgendwie besser hin und eigentlich Arbeit machen, die auch andere hätten machen können. Es ist aber die Arbeit daran und dann zu wissen, dass es danach eine tolle Sache wird, ist gut. Cooler Typ, oder? Es ist einfach nur, der Spader macht einfach nur Spaß in der Rolle. Ist auch eine meiner Lieblingsserien. Gab es denn mal einen Film oder eine Serie im Studio, wo du aus dem Studio gegangen bist und gedacht hast, das muss ich mir in Gänze anschauen? Ja. The Gentleman. Matthew McConaughey, der ist von Guy Ritchie. The Gentleman. Und ich glaube, das war zu Anfang der Corona-Zeit. Der fiel in eine ganz blöde, Talsohle. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen und auf den freue ich mich eigentlich immer noch oder freue ich mich darauf, den endlich mal zu sehen, weil das war eine schöne Arbeit. Das Thema war gut. Es ging um Kiffen und Gras und Plantagen anbauen und England und der war großartig. Ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen, ja. Ja, guck ihn dir an. Ich freue mich drauf. Ja, und die oder meine Empfehlung an dich. Gut, mache ich. Mein Sohn Jim hat mir zum Geburtstag die John Wick Trilogie geschenkt, weil er die schon kannte im Gegensatz zu mir. Und ich habe sie halt nur gesprochen und die habe ich mir dann mit ihm angeguckt. Und das ist sehr aufschlussreich gewesen, weil ich halt, wie gesagt, da, was ich vorhin erwähnt habe, diese ganzen Martial Arts Szenen noch gar nie gesehen hatte. Und das ist klasse. 2020 warst du im Film SpongeBob Schwammkopf. Eine schwammtastische Rettung als Weise zu hören. Im Original hat es Keanu Reeves gesprochen. War das dein erster Ausflug in die Unterwasserwelt? Ja, und Keanu Reeves ist aber auch zu sehen. Der spielt einen, dieser Weise ist ein, wie nennt man das, ein Tumbling Weed, diese Wüstensträucher, die so durch die Gegend rollen, das ist er. Und bei der Produktion habe ich auch meinen Sohn Jim mitgenommen. Und der Regisseur, der Tonmeister und Jim und die Cutterin, die haben sich alle bekringelt, als ich irgendwie sagte, entschuldige mal, aber wie können die denn ein Cabrio unter Wasser fahren oder wieso gibt's denn Lagerfeuer? Ich denke, sind die jetzt unter Wasser? Und haben sich alle totgelacht und gesagt, Junge, du weißt ja gar nichts. Ja. Nein, aber war ein sehr, sehr schöner Drehtag. Schröder aus der Kulttrickserie Peanuts gehört zu deinen frühesten Synchronrollen. Ist es auch deine liebste Trickfilmrolle geblieben oder gab es noch andere, die dir ans Herz gewachsen sind? Ja, also da Trick ist ja heute auch die Computer-Trick und da hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kubo, das war sogar gar nicht Computer, das waren sogar handanimierte Figuren und da hat Matthew McConaughey einen Käfer gesprochen. Und den habe ich dann gesprochen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich als Zeichentrick ist mir im Kopf
Der Club der Toten Dichter in Verrückt war Real Ghostbusters mit meinen Freunden Stefan Krause, Nico Böll und Oliver Rohrbeck und Uschi Hugo. Und hey, und ich habe Dr. Egan Spengler gesprochen und wir haben nur Quatsch gemacht. Sprichst du Anime-Rollen? Ja. Gibt es da irgendwas, was dir hängen geblieben ist? Wo ja, du sagst, nee, also ich habe wirklich nicht viel gesprochen. Ich habe kannte ich nicht einen, Ding, das heißt der Death Parade. Und da habe ich einen Untoten gesprochen, der Dekim oder Quin Dekim, ich weiß es nicht mehr genau, der japanische. Aber für mich ist zum Beispiel diese Rolle Johnny Silverhand in Cyberpunk ist durchaus auch mit Anime zu vergleichen und das kann Spaß machen, aber da ist man auch so auf so eine ganz bestimmte Ästhetik reduziert. Muss man sich hinter zurücknehmen. Du sprichst auch Dokumentationen, wie zum Beispiel 2021 die Doku Das Riesending 20.000 Meter unter der Erde. Ja. Erzähl mal, worum es dabei geht. Das ist eine, da begleitet fünf Höhlenforscher steigen in die tiefste Schachthöhle Deutschlands ab und nehmen den mehrere Tage lang und nehmen den Zuschauer mit auf diese Expedition. Und das ist ein Dokumentarfilm, der von Freddy Röckenhaus und Petra Höfer, mit denen ich seit den 2000er Jahren sehr, sehr viele Dokumentationen gemacht habe, in denen ich auch mitgespielt habe und aber hauptsächlich immer gesprochen habe. Und das ist eine Kinoversion, die wahrscheinlich irgendwann auch auf Arte zu sehen ist. Du bist auch ab und zu oder des Öfteren in Hörspielen zu hören. Unter anderem hast du in der Offenbarung-Reihe Tron gesprochen, mal nachgeschaut. Was reizt dich an Hörspielen? Nichts. Eigentlich ist so gar nicht mein Ding. Ich kann mich erinnern, 80er Jahre beim Norddeutschen, beim NDR in Hamburg, da habe ich mit Lisa Kreuzer und Rolf Zacher ein Hörspiel gemacht und da war das halt so, dieses Agieren vor dem Mikro war, es ist ganz ungewohnt. Ich war und ist noch gewöhnt, als Schauspieler zu agieren und mit einer Kamera zu reagieren. Und wenn dann plötzlich Autoszenen spielt und der Geräuschemacher schlägt so die Türen zu und du sitzt in so einem Kabuff und redest dann oder wenn gegessen wird, rührst du da irgendwie auf einem Teller rum. Nee, da waren mir die Autofahrten nachts dann mit Rolf Zacher in Hamburg lieber, als irgendwie im Studio zu sitzen und das zu spielen. Und da hatten wir eigentlich mehr Spaß. Hast du schon mal eine Synchronrolle deines Vaters Wolfgang Völz übernommen? Nee. Irgendwas neu synchronisiert? Naja, obwohl, guck mich an, ich meine... Das wollen wir gerade festgestellt, ne? Ja, langsam könnte ich das machen. Ich kann auch, wenn ich Bock habe, kann ich auch irgendwie da seine, sagen wir mal, ruhig Charge imitieren, aber dass ich jetzt sagen würde, ich sehe mich da als Nachfolger von Captain Blaubeer, no sir, will ich gar nicht, ist mir nicht so recht. A, könnte ich das nicht mit diesem Hamburger Akzent, diesem aufgesetzten und B, ist das... Brauchst du so ein bisschen mehr, noch mehr Tiefe, oder? Geht schon, würde ich auch schaffen. Bitte? Wie würde es klingen, wenn du Captain Blaubeer sprichst? Kinder, was habt ihr denn hier? Die sind. Aber Wolfgang ist für mich natürlich in Ohren als Vater und als Familienmitglied und jemand, der sich tierisch freute, wenn wir gegessen haben. Ah, komm, wir machen jetzt noch eine Flasche Rotwein auf und wir Dingsen. Das ist, da meldet er sich in mir oft und merke ich, dass er da war. Gibt es eine berühmte Rolle oder einen Filmklassiker, wo du sagen würdest, das würdest du gerne nochmal neu synchronisieren? Also nicht nochmal neu, sondern das würdest du gerne synchronisieren? Mhm. Ich habe neulich habe ich halt durch den, in Matrix habe ich natürlich ein paar Schnipsel synchronisieren müssen, die ich vor 20 Jahren gesprochen habe. Ist ja auch ein Kultfilm. Und das war ganz komisch, dass ich dann plötzlich hörte ich meinen alten Take und das ging nicht so, dass man den irgendwie übernehmen konnte, weil die Mischung schon fertig war. Und da habe ich mich dann da wieder hingebracht, wie ich mal früher gesprochen habe mit 1999. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich mag ja Hans Nielsen, den deutschen Schauspieler, und der hat auch viel synchronisiert. Citizen Kane, Orson Welles.
Okay. Großartiger Film. Und er als Charles Foster Kane. Ja, das wären Fußstapfen, die ich mir zutrauen würde. Also, aber wie gesagt, die Synchronisation ist prächtig und es gibt auch keinen Director's Cut. Aber Citizen Kane. Was wünschst du dir für die Synchronbranche in der Zukunft? Mehr Selbstwertgefühl, mehr Selbstbewusstsein, mehr Mut. Ja. Schön. Meine letzte Frage. Eine witzige Anekdote aus dem Synchronstudio. Naja, also ich habe unser letztes Interview natürlich auch gesehen. Da habe ich ja zum Schluss was über Bart Simpson erzählt. Und das wäre eine witzige Anekdote. Vielleicht erzähle ich dir, oder vielleicht es ist überhaupt keine Anekdote. Ich kann nur was erzählen, was ich auch merkwürdig fand oder was interessant war. Aber ich habe 1985 habe ich als Schauspieler deutsch-italienische-französische Produktion gedreht und da habe ich mit Vittorio Gassmann gespielt und der war klasse, toller Kollege und wir hatten Szenen und ich habe ihn kennengelernt ein bisschen und dann 10 Jahre später habe ich Sleepers synchronisiert, da habe ich Jason Patrick in Sleepers gesprochen. Da spielte Vittorio Gassmann mit. Und dann stand ich da und sah ihn und hörte auch die Stimme, die ich kannte. Und neben mir stand Fritze Beckhaus und hat ihn gesprochen. Und ich glaube, 1-2 Jahre später war Vittorio Gassmann dann auch tot. Aber diese Begegnung, jemanden oder einen großen Schauspieler, den man irgendwie erlebt hat und mit dem man gespielt hat, dann in einem anderen Zusammenhang zu sehen und einen Kollegen, der den dann spricht, das war sehr eigenartig, sehr speziell und ging mir irgendwie auch nahe. Und weil der Schauspieler, den ich sprach, hatte eben eine Szene mit Gassmann. Und der Film war aber überhaupt eine gute Geschichte, vielleicht auch einer dieser Schlüsselfilme. Sleepers, weil ich da von Anfang, vom ersten Take bis zum letzten Take den Film erzählte, als Erzähler. Der Mann, der ihn erzählt, spielt natürlich auch mit und diese Ebene lag mir zum ersten Mal nahe, ging mir nahe und da hat sich, glaube ich, auch meine Doku-Stimme oder meine Off-Stimme etabliert, weil die Leute sagten, viele haben mich darauf angesprochen, danach haben gesagt, Mensch, ich könnte ewig zuhören und toll. Und das führte dazu, dass ich sehr, sehr viele Dokus danach auch gesprochen habe. Und Leute mir dann sagten, Mensch, du könntest ein Telefonbuch vorlesen. Das habe ich dann gemacht, als ich irgendeine Lesung hatte. Und die Leute ein Telefonbuch gegeben. Habe ich ein Telefonbuch rausgeholt und habe gesagt, heute lese ich mal das Telefonbuch vor. Und habe das aber nur, ehrlich gesagt, 3 Spalten durchgehalten. Dann war ich kann fragen, wie lange? Nee, dann war es erledigt. Danke, Benjamin. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Wir freuen uns auf Matrix 4. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke, Mike. Und wir sehen uns wieder zu Matrix 5. Okay, gut. Ja. Tschüss.